Moin liebe HiFi-Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Heute der zweite Teil mit Stefan. Stefan, stell dich noch mal eben kurz für die Zuschauer vor, den ersten Teil, den ich übrigens da oben verlinken werde. Genau. Hallo, ich bin Stefan Harms. Ich bin verantwortlich für Cabas hier in Deutschland und bin angestellt bei der Firma ATR Audio Trade. Wir sind unter anderem der Importeur für Cabas in Deutschland, Project, Autophone und ganz, ganz viele andere große namhafte Marken der Branche. Ganz genau. Und wir haben, wie eben schon erwähnt, einen zweiten Teil schon gedreht für euch. Da geht es um den neuen Cabas Pearl Sub, den wir heute jetzt auch wieder da haben. Heute geht es allerdings nicht um das Auspacken, denn das haben wir, wie gesagt, im ersten Teil für euch schon gemacht. Heute geht es nämlich um die Einrichtung, App-Steuerung und einen kleinen Klangeindruck für euch. Ich würde sagen, wir schmeißen uns noch nicht auf die Couch, denn du willst noch von vorher erklären, was wir denn alles genau da richtig, haben. Genau, richtig. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen besser. Genau. Also auf der einen Seite haben wir natürlich klar unseren The Pearl Sub, den wir hier präsentieren möchten. Das ganze Gerät ist die Anlage. Das heißt, in diesem Subwoofer ist integriert eine Subwoofer-Endstufe mit 1000 Watt, die den Woofer, der auf der Unterseite des Woofers montiert ist, also als klassisches Downfire-Prinzip nach unten arbeitet, geschlossenes Gehäuse mit 1000 Watt angesteuert wird. Und auf der Rückseite haben wir zwei Lautsprecheranschlüsse, womit wir dann entsprechend einen Cabas-Lautsprecher betreiben können. In diesem Falle haben wir dann halt die Riga, die wir dort betreiben. Da komme ich gleich noch zu, was das für ein Modell ist. Und diese beiden Lautsprecher werden dann mit 300 Watt pro Seite dann entsprechend betrieben. An dem Pearl Sub hat man die Möglichkeit, über USB zum Beispiel eine Festplatte anzuschließen mit bis zu 2 Terabyte, die man dann halt komplett über die App auch steuern kann. Zusätzlich hat der Subwoofer einen analogen Eingang, sodass man dort ein Kassettendeck oder einen Plattenspieler mit einem Serafo-Verstärker anschließen kann und auch einen optischen Eingang, um zum Beispiel den Fernsehton direkt dann über den Lautsprecher und über den Subwoofer und die beiden Lautsprecher entsprechend zu wiedergeben zu können. Als Lautsprecher stellen wir hier natürlich in Kombination mit dem neuen Pearl Sub auch die neue Riga 2 vor. Es gibt ja auch eine erste. Richtig. Wo ist da der Unterschied? Ist es ein klanglicher Unterschied? Nein, nein. Also klanglich und technisch gibt es keine Unterschiede. Es sind Veränderungen der Optik und Anpassung der Optik gemacht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite mittlerweile ein transparentes Gitter. Früher war da ein Stoffbezug drüber. Deswegen haben wir die Riga, das BC17-Chassis, das ist das Koaxialchassis, was dort in der Kugel verarbeitet wird, ist mittlerweile schwarz eingefärbt. Früher war es weiß. Die Duo-Zell-Membran, das ist ein Zell oder eine Membran, die Cabas selber entwickelt hat und auch nur von Cabas verwendet wird, die ist in der Rohform eigentlich weiß und die ist hier halt entsprechend schwarz eingefärbt worden. Und zusätzlich ist der ganze Standfuß, deswegen heißt diese Variante des Lautsprechers auch Grand Riga. Grand steht bei Cabas immer für die Möglichkeit der Kugel in Kombination mit einem Standfuß. Dann gibt es halt noch die Riga Murale, hat halt eine entsprechende feste Halterung, damit man den Lautsprecher direkt an die Wand montieren kann. Oder die Riga Sockel-Variante, die man zum Beispiel auf Sideboard oder halt in eine Schrankwand stellen kann, wenn man möchte. Weil der Lautsprecher ist nämlich das Schöne dabei, kann sehr, sehr wandnah spielen, weil er im unteren Bassbereich gar nicht gefordert wird. Das übernimmt halt immer der Subwoofer. Kann man diesen Lautsprecher auch sehr, sehr schön an der Wand montieren. Ich finde es eine sehr, sehr schicke Variante, eine sehr, sehr schöne Variante. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir schmeißen uns mal kurz vors iPad und gucken uns die Funktion. Wie einfach das alles ist, ganz dieses ganze System ins Netzwerk einzubinden. Der Pearl Sub ist natürlich auch in der Pearl Family mit den Akoyas zum Beispiel zu kombinieren, sodass man halt im Multiroom-Audio-Bereich in den Kinderzimmern eine Akoya zum Beispiel spielen lassen kann. Im Wohnzimmer steht diese Kombination. Weil der ja nicht mit Akoya und Pearl zusammenspielen kann. Richtig, der kann zwar nicht als Unterstützung in einem Stereo-System funktionieren, aber in dem Multiroom-Audio-System, alles steuerbar entsprechend über die App, kann natürlich der Subwoofer mit den Lautsprechern kombiniert werden. Ja. So dass du im Kinderzimmer hast du eine Akoya, im Wohnzimmer hast du den Subwoofer, im Arbeitszimmer hast du eine Pearl stehen
und kannst das alles komplett dann über eine einzige App miteinander bedienen. Und das gucken wir uns jetzt mal eben an. Wie einfach das geht, das schauen wir uns an. So, Stefan, ich übergebe das Wort jetzt an dich quasi. Ja. Wir müssen jetzt nur mal eben kurz schauen, dass meine Maus wieder eine Verbindung hat. Da ist sie. So, jetzt können wir hier natürlich in diesem Falle meine komplette Grundbedienung zeigen, wie einfach und wie schnell das ist, geht, so ein System ins Netzwerk einzubinden. Nachdem wir diesen Lautsprecher ja ins Netzwerk eingebunden haben, das heißt, wir haben ihm entweder per WLAN eben kurz das WLAN-Passwort eingegeben oder halt die ganze komplette Verbindung mit dem Kabel, Netzwerkkabel angeschlossen und so weiter, sucht sich das System komplett schon selbstständig, das Netzwerk. Wir brauchen nur einmal die App starten, die beiden Geräte finden sich miteinander und dann ist das Ganze im Prinzip schon fertig. Was wir hier jetzt sehen, ist in diesem Falle halt unsere Cabas-App, die Steuerungs-App, in der Form, dass wir hier natürlich schon die Oberfläche haben für unsere Musik. Die heißt einfach Cabas und ist ja auch... Cabas Stream Control. Stream Control und ist ja auch kostenfrei erhältlich. Ja, natürlich. Kannst du über einen App Store bzw. halt auch über einen Google Play Store kannst du die entsprechend kostenlos herunterladen. Wichtig ist, was wir hier jetzt in diesem Falle einmalig machen müssen, einmal kurz eben auf die Player gehen. Hier können wir jetzt über die Player die Zonenverwaltung anwählen, gehen einmal kurz in den Lautsprecher rein und können hier jetzt im Prinzip gucken, ob das ganze System soweit aktiv ist. Ist es, können wir hier wieder rausgehen, alles in Ordnung und gehen einmal kurz in die Einstellungen. Leider gibt es hier im Moment noch ein paar leichte Übersetzungsfehler. Mhm. Die sind gerade korrigiert worden, werden jetzt bei dem nächsten Update werden sie mit eingespielt. Ich habe letzte Woche die komplette Übersetzung fertig gemacht. Da steht dann halt nicht mehr, füge einen neuen Leiser hinzu, sondern da steht dann halt wirklich, fügen Sie ein neues Audiogerät hinzu. Wir gehen in diesem Falle hier auf den Bereich Meine Leser, das wird dann in Zukunft Meine Lautsprecher heißen, wählen hier einmal kurz den Pearl Sub an und sind hier jetzt schon entsprechend in der Grundsteuerung des kompletten Systems. Okay. Und hier haben wir jetzt oben einmal die Möglichkeit, dass wir hier zum Beispiel einen anderen Namen verwenden können. Mhm. Können wir Wohnzimmer, Kinderzimmer oder wie auch immer alles eingeben. Und ganz wichtig, danach hier oben einmal eben kurz auf die kleine Diskette drücken, damit es gespeichert wird. Wir können die Sprache ändern von Englisch auf Französisch oder auf Deutsch, sodass wir dort halt die drei wichtigsten Sprachen dann auch bedienen können oder das Ganze hier entsprechend angezeigt wird. Und dann haben wir hier diese wichtigste Funktion, DEAP, ist von Dolby ein entwickeltes System, exklusiv nur für Cabas, was dort verwendet wird. Und in diesem System sind verschiedene Parameter programmiert, einmal für den Pearl Sub oder auch für andere Geräte. Mhm. Die App erkennt, welches Gerät gerade gesteuert wird und dementsprechend wird die Deep-Funktion für jedes Gerät dann auch mit entsprechend anderen Parametern geladen. Okay. Ganz wichtig, da wir hier jetzt ja in diesem Falle bei dem Pearl Sub sind, nutzen wir natürlich halt auch die Parameter, die für den Pearl Sub vorhanden sind. So, und dann drücken wir im Prinzip hier einmal kurz auf die Deep-Funktion und sind jetzt hier schon auf der nächsten Seite, wo wir nur einmal auswählen können, wo stehen eigentlich unsere beiden Hauptlautsprecher? Stehen die in der Raumecke, frei im Raum oder wandnah? In unserer Konstellation stehen sie ja wandnah. Genau. Können das eben einmal kurz anwählen, indem wir einfach nur hier auf den Punkt drücken, können damit dann halt die Veränderung anwählen und haben hier oben in diesem Bereich den Reiter, den wir einmal anklicken und können hier dann halt die drei Lautsprecher Konfigurationsmöglichkeiten, die es mit dem Pearl Sub gibt und die auch programmiert sind, also sprich einmal die Cabas IO 2 oder IO 3. Gleiche Geschichte wie bei der Riga, Veränderung nur, keine technischen Veränderungen, sondern nur Modernisierung und Anpassung der Farbe. In unserem Fall haben wir jetzt die Riga. Genau, die haben wir hier angewählt, ist hier entsprechend auch ausgewählt. Brauchen wir nur einmal kurz draufklicken, gehen wieder zurück auf die Deep-Funktion und dann entsprechend einmal hier auf die Aufzeichnung und das ganze System ist komplett gespeichert. Okay. Nachdem wir das jetzt erledigt haben, machen wir danach einmal in diesem Fall über den Bereich automatische Kalibrierung, starten wir die Einmessung für den Pearl Sub, damit der weiß, welche Entfernung brauche ich und welche Laufzeitunterschiede habe ich zwischen Subwoofer und meinem Hochmitteltonsystem, dass ich da einmal einen Lautstärkeabgleich und einen Phasenabgleich vornehmen kann. Okay. Das läuft alles automatisch über diesen Bereich, einmal drauf starten, dauert ungefähr 30 Sekunden, danach ist das ganze System komplett aktiv und fertig. Danach gehen wir im Prinzip wieder auf den Bereich Retoure, Leser, sind wieder in der Starteinstellung, können hier entsprechend auf Musik gehen,
haben über die Musikauswahl, ich habe hier jetzt mal Kubus eingestellt, können wir hier im Prinzip über diese Startseite, so nenne ich sie, unsere kompletten Streaming-Dienste aktivieren. Oder wenn eine NAS oder ein Server mit integriert ist im Netzwerk, wird der hier natürlich halt auch mit angezeigt. Okay. Wir können hier DLNA, UPnB-basierte Server nutzen, anwählen und dann werden natürlich halt auch die kompletten gespeicherten Titel inklusive Cover dann dargestellt, genauso wie wir es hier jetzt gerade gleich bei Kubus sehen. Wenn wir hier jetzt mal auf unsere Playlisten gehen, haben wir hier unsere Cover und unsere entsprechenden Alben. Und genauso würden hier natürlich dann halt auch die Alben dargestellt werden. Und jetzt können wir uns im Prinzip einen Titel aussuchen. Nehmen wir mal Fink, starten den und das Ding geht gleich los. Und schon läuft das ganze komplette Set. Das klingt schon richtig gut. Ja, das klingt richtig, richtig gut. Das ist eine sehr, sehr schöne Bühne. Sehr aufgeräumt, das Ganze sehr klar fokussiert. Kein Verwaschen, kein bummigen Bass, was du ja sonst teilweise immer hast. Und wenn man mal überlegt, wie lange wir im Endeffekt eigentlich gebraucht haben, um dieses System auf den Punkt spielen zu lassen, waren das keine 5 Minuten. Nein, definitiv nicht. Hinstellen, Lautsprecher kurz ausrichten, den Subwoofer mit der ganzen Einmessfunktion, was wir ja gerade auch gezeigt haben. Diese ganze komplette Einmessung selber dauert 30 Sekunden mit dem Einstellen der einzelnen Parameter. Welchen Lautsprecher wählst du aus? Wo steht der genau? Haben wir im Endeffekt keine 2 Minuten gebraucht für das ganze komplette System, damit das so gut spielt. Und das ist der Vorteil, der Lautsprecher selber, der Subwoofer hat auf der Rückseite ein kleines Mikrofon integriert. Und dadurch misst er im Prinzip halt den Raum und die Raumparameter durch entsprechend diese Einmessfunktion von Cabas. Das ist ein eigenständiges System, was Cabas auch entwickelt hat. CRCS nennt Cabas das ganze System. Und das ist ein völlig eigenständiges System. Und dadurch haben wir halt die Möglichkeit, das auch in so kurzer Zeit wirklich auf den Punkt spielen zu lassen. Zur Ausrichtung der Lautsprecher nochmal. Das muss jetzt so 5 Jahre her sein, als du mir gezeigt hast, wie die Aufstellung der Baltic funktioniert. Damals war es so, dass ungefähr 1 Meter von Nasenspitze sich die Lautsprecher ungefähr treffen sollten, weil die Punktstrahler ja etwas spezieller sind von der Ausrichtung her. Ja, du hast richtig. Du hast bei einer Punktschallquelle und eigentlich ist es das gesamte System, das hat eigentlich weniger was mit der Punktschallquelle zu tun, sondern damit, dass du bei dem Lautsprecher, bei dem Kugelsystem, was Cabas angeht, deutlich weniger Probleme hast mit Raumreflexion, mit indirekten und direkten Schall arbeiten zu müssen, um auf dem Sitzplatz einen wirklichen Fokus hinzubekommen. Dadurch, dass die Kugel ja nur den oberen Frequenzbereich wiedergibt und der Lautsprecher ja den Bassbereich, können wir halt mit dem Lautsprecher erstmal viel näher an die Wand, um trotzdem eine schöne räumliche und nicht überzogene Wiedergabe im Bass-Mittelton-Bereich wiedergeben zu können. Und zum anderen hast du natürlich halt die Richtcharakteristik des Lautsprechers, der in diesem Falle ja dann schon etwas mehr gerichtet wird. Und dadurch hast du dann, wenn du den Lautsprecher so ungefähr 40, 50 Zentimeter vor deiner Nase sich kreuzen lässt, hast du auf der einen Seite erstmal einen etwas größeren Bereich an einem Sitzplatz, wo du dich mit dem Kopf bewegen kannst. Und du hast halt einfach eine räumlichere Wiedergabe und eine etwas größere Tiefe, weil du mehr Reflexionen im Hochmitteltonbereich von der Rückwand mitnutzt, damit du halt eine räumlichere Tiefe wieder in der Wiedergabe realisieren kannst. Wir haben ja jetzt gerade eben nur zusammen einmal kurz reingehört. Ich war übrigens sehr, sehr, sehr angetan von dieser Kombination. Es macht einfach Spaß, das Schock Musik zu hören. Richtig. Das ist einfach, du wirbst direkt mit und so. Und ich bin ja, wie eben schon gesagt, höre so smoothere Musik und so. Auch George Michael und Huge Groove und so, die ganzen Geschichten. Das hat richtig, Sade auch. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Der richtige Hörtest, dieser richtige Hörumfang, was wir richtig auch als Hörtest deklarieren, war es jetzt ja in diesem Sinne nicht. Nein. Der wird aber definitiv folgen, auch gerne wieder mit dir natürlich. Sehr gerne. Wo wir dann die IO, die jetzt hier stehen, die Riga und die Baltic, alle drei mit dem Subwoofer
kombinieren, hören genau, kombinieren und hören werden, dass man halt wirklich da auch mal die Unterschiede raushört, was macht eine IO mit dem Subwoofer, was macht eine Riga mit dem Subwoofer oder wie klingt auch eine Baltic mit dem Subwoofer. Das wird dann wieder ein Video sein, wo dann wahrscheinlich Dimi und Hajo, also ihr zu dritt dann sozusagen ein Trio bilden werdet, weil die beiden Jungs bei uns natürlich dementsprechend auch die Hörtests machen, wie in der Historia auch schon. Ich muss wirklich sagen, mein Fazit zum Schluss, sehr, sehr schöne Anlage. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Auch, dass man sagt, es ist zwar nur ein Subwoofer, aber die Buchsen hinten von Furutec. Es ist ja nicht nur richtig, der Subwoofer. Ganz genau. Das ist die Anlage. Ganz genau. Das muss man halt immer wieder sich mit vor Augen halten. Und das gefällt mir so gut einfach. Diese viereckigen Kisten, Verstärker in größeren, teilweise vielleicht auch zwei oder drei Verstärker für die entsprechenden Lautsprecher. Dazu noch ein Streamer und so weiter. Braucht man alles nicht mehr. Das ist alles komplett in den Subwoofer integriert. Und es ist zum Schluss zu Ende gedacht. Wir haben hier Furutec-Stecker. Ich sage es in fast jedem Video, wenn ich das, was ich auspacke und was ich nicht leiden kann, ist, wenn wir Geräte haben, die kosten mehrere tausend Euro, haben Plastikbuchsen. Mhm. Da hört es bei mir auf. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Richtig. Wir reden hier, bei dieser Kombination, die wir hier jetzt sehen, reden wir ja auch schon von einer Kombination, die kostet 8000 Euro im Verkauf. Der Subwoofer selber kostet im Einzelnen 3.000 Euro. Das heißt, wenn man so eine Kombination kauft, Subwoofer mit einer IO, einer Riga oder einer Baltic, gibt es ja auch entsprechend subventionierte Preise. Das heißt, es sind dann komplett Paketpreise. Wie liegen die Preise mit der IO und der Baltic? Also die Kombination Subwoofer mit der kleinen IO. Ja. IO-Sockel-Variante geht los bei 3.790 Euro. Okay. Und hört auf bei 12.990 Euro. Okay. Nee, Entschuldigung, 11.990 Euro. Also 12.000 dann. Genau, 12.000 das komplette Set. Ja. Das komplette Set. Das wäre dann die Grand Baltic. Ja. Diese Form nur mit der großen Dreiwege Koaxiallautsprecher mit dem Subwoofer zusammen würden wir in diesem Falle bei 11.990 Euro als Set liegen. Die ihr dann auch im Hörtestvideo hören werdet. Genau. Ich bedanke mich bei dir, Stefan. Sehr, sehr gerne. Sehr tolles Video. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso. Von daher würde ich sagen, verabschieden wir uns schon mal von den Zuschauern. Ich würde mich freuen, wir würden uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, ein Abo für unseren Kanal da lässt oder ihr uns besucht auf www.fidelity-hh.de. Schreibt eure Fragen gerne unten ins Kommentarfeld. Die werden wir dann versuchen, gemeinschaftlich zu beantworten und Rücksprache zu halten. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Tschüss.